Servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind mittlerweile beim zweiten Rennen in Oschersleben angekommen und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum und gehen gleich ins erste Rennen. So, ich stehe gerade hinten in der Box. Wir sind insgesamt zu dritt in der Box gewesen und Lukas schiebt hier mein Motorrad raus. Ich steige drauf. Wieder mal der klassische Checkup und es geht in die erste Inlap in den Pre-Start. So, am Pre-Start angekommen. Es geht wieder ein bisschen um meine Launch Control. Ihr kennt das Spiel. Ich habe vorher mal ein bisschen getestet, aber es hat wieder nicht so richtig funktioniert. Vor mir aber mal aufpassen. Es gibt einen kleinen Fehlstart, beziehungsweise der gute Kerl ist nicht vom Fleck gekommen und das hätte auch ein bisschen mehr ins Auge gehen können. Ich hatte da Glück, dass ich relativ schnell reagiert habe, aber ja, ist Gott sei Dank nichts passiert, aber an sowas muss man natürlich auch immer wieder denken, ist gar nicht so ungefährlich, wenn einem der Motor ausgeht oder sonst irgendwie nicht vom Fleck kommt im Startprozedere. Launch Control rein. Kupplung langsam kommen lassen und ich komme eigentlich hier wieder relativ gut vom Fleck, kann hier auf Start und Ziel wieder relativ viel Plätze gut machen und kann mich hier hinter Karl Gutfeld einordnen und gehe in die erste rechts. Schaut alles ganz gut aus, muss sagen, ist immer wieder sehr wild mit so vielen Startern hier in die erste Kurve einzubiegen, ist immer wieder ein richtig geiles Gefühl. So, wir überspringen gleich mal eine halbe Runde und es geht wieder auf Start und Ziel in die zweite Runde und hinter mir lauert schon Nico Meyer. Da war ich anscheinend ein bisschen schlecht auf der Bremse. Nico ziemlich gut, aber konnte wohl die Linie nicht halten, kam dann ein bisschen zu schnell in die Kurve, musste ich leider gleich wieder hinter mir einordnen, aber hat das auf jeden Fall ziemlich gut gemacht und bleibt dennoch hinter mir dran. Ja, versucht nochmal ranzukommen, aber schafft es leider nicht in der Hasseröder. Ich komme wieder gut raus, mache hier ein ziemlich starkes V. Mir ist das bei den anderen aufgefallen, die fahren gar nicht so ein krasses V. Ich fahre immer sehr spitz in die Kurve, um dann umzulegen, um wieder sehr schnell Speed aufzunehmen. Ich muss wirklich sagen, ich hatte diesmal sehr arg mit der Hitze zu kämpfen. Ihr kennt das Spiel mit meiner Kondition. Ist nicht unbedingt die beste, aber diesmal im zweiten Rennen in Oschersleben war es wirklich sehr, sehr heiß. Ich glaube irgendwas um die 30 Grad und es war für mich sehr schwer, da auf jeden Fall meine Pace und vor allem die Konzentration zu halten. Hier hinter mir kommt schon Mike Engels, er ist aber am Hinterrad. Versucht sich hier bei mir reinzubringen und ja, er kam auch aus dem Nichts wirklich und hat da wirklich absolut sauber an mir vorbeigebremst und ich seht schon, ich komme da ein bisschen raus, das bringt mich immer ein bisschen raus, wenn mich natürlich einer überholt und er fährt da wirklich vor, ich kam nicht mal ansatzweise an ihn ran, beziehungsweise konnte da irgendwie ansatzweise mithalten, also Hut ab auf jeden Fall, der hat da eine Meisterleistung vollbracht, wie der da durchs Feld gepflügt ist. Das ist wirklich immer gar nicht so einfach, da konzentriert weiterzufahren, wenn dich da jemand überholt, da wirklich am Ball zu bleiben und dich da nicht so ganz rauszubringen zu lassen aus deinem Race-Flow. So, wir überspringen wieder ein paar Runden. Ich bin immer noch 15. Platz. Mike Engels ist, wie ihr schon seht, ein paar Plätze nach vorne gefahren. Und ich bin wieder hinter Karl Gutfeld. Kann mich hier wieder an so einer sehr eigentlich komischen Stelle wieder neben ihn drücken und gehe da an ihn vorbei. Wirklich sehr ungewohnt für mich. Normalerweise schaffe ich an der Stelle nicht so leicht Leute zu überholen, beziehungsweise es ist eigentlich nicht so meine Stelle. So, wir fahren wieder auf die Hasseröder zu. Ich fahre wieder sehr spitz rein und sehe auch schon, das müsste Max Melzer sein. Versucht da dran zu bleiben und ihr seht schon, ja, ich hatte so einen kleinen Highsider. Ist wirklich gar nicht so ohne, auch bei so einer Sache wieder konstant weiterzufahren, sofort wieder umzuswitchen und sagen, okay, das abhaken und gleich wieder seine Rennpace zu fahren. Wir spulen eine Runde vor und ich komme hier nämlich auch schon langsam ran. Hier an der Triple links. Ich merke schon, okay, das könnte auf jeden Fall noch was werden mit ihm.
Hier geht es jetzt erstmal in die Schikane. Es wurde uns vorher übrigens gesagt, wir durften hier über die grüne Stelle fahren. Es ist kein Penalty. Komm hier sehr gut raus. Ich merke schon, beim Rausbeschleunigen, Honda ist eh sehr stark und versuche hier meinen ersten Angriff. Und ja, ich würde sagen, der klappt ganz gut. Hier nochmal kurz das Bein rausgehalten. Merke an ein paar Stellen, okay, da komme ich immer ganz gut eigentlich vorbei, beziehungsweise auf der Bremse bin ich ja immer relativ stark und muss auch sagen, kann den Max hier auch hinter mir lassen, ohne dass der nochmal versuchen kann, hier in den nächsten Kurven bei mir anzugreifen. So, wir haben mittlerweile 3 Runden vorgespult. Ihr seht schon, Mike Engels, ich bin wieder dran. Der gute Junge, der mich in den ersten Runden noch in der Hassrede überholt hat. Ich bin wieder rangekommen, wie auch immer. Und vor ihm nochmal Udo Reichmann. Mit denen hatte ich ja vorher auch schon viel zu tun in den Rennen. Mit denen hatte ich sehr oft schon gefightet. Und ich merke, ich kann auf jeden Fall dranbleiben. Hier, vorletzte Runde, ich war wirklich absolut im Sack. Ich konnte wirklich gar nicht mehr, das habe ich wirklich gemerkt. Aber es hat mir natürlich einen kleinen Push gegeben, hier auf die Jungs aufzulaufen. Hab gemerkt, ja, doch, die Pace kann ich auf jeden Fall auch noch halten. Vielleicht wird es ja nochmal was in den letzten Runden. So, es geht hier rein ins Geschlängel und Mike Engels macht seinen Angriff, stellt sich hier bei Udo Reichmann innen rein. Das war wirklich auch gar nicht so ohne. Ich dachte kurzzeitig, okay, ich kann gleich irgendwie zum Überholvorgang ansetzen, weil wenn du jemanden so überholst, dann, ihr habt schon gemerkt beim Udo, das bringt einen erstmal raus. Aber Udo weiß natürlich, wie man Raceline fährt und ich konnte da wirklich nichts machen. Aber ihr seht vor mir, Mike, was war da los? Ich weiß es wirklich nicht, aber er hat sich da anscheinend irgendwie verbremst oder ich weiß auch nicht. Da war gerade Udo im Weg. Ich weiß gar nicht so richtig, was da passiert ist. Aber gut für mich, ich konnte jetzt auf jeden Fall hier problemlos an Udo ranfahren. Der hat ihn zuerst für mich ein bisschen ausgebremst, der Mike, und dann war ich auch schon dran. Es ist die letzte Runde und ich versuche hier wirklich nochmal einen Angriff zu starten. Beim Anbremsen in die Hassröder merke ich, oh, da komme ich aber schon sehr, sehr gut ran und versuche mein Glück wirklich jetzt nochmal hier an der Stelle, wo es für mich eigentlich wirklich ungewöhnlich ist, und habe es wirklich geschafft, hier vor der Triple links, wo wirklich, da bist du schon wirklich eigentlich relativ schnell, mich hier innen reinzustellen und hol doch mal meine letzten Kraftreserven raus und versuch irgendwie meine Raceline nochmal zu halten und hab wirklich immer wieder Bedenken gehabt, dass hier Udo nochmal von hinten irgendwie kommt und mich irgendwie meinen 11. Platz streitig macht. Es geht hier die Gegengerade, ihr seht schon hier, die Front steigt, also wieder mal Leistung ohne Ende. Ich bekomme immer wieder viel Lob bzw. Zuspruch über hier meine Leistung mit der Honda, dass wirklich wenig Leute Chancen haben, auf der Geraden hier irgendwie an mich ranzukommen. So, es sind die letzten Kurven, ich versuche auch noch irgendwie dran zu denken, hier jetzt nicht unbedingt Ideallinie fahren, sondern eher mich innen reinzustellen. Hatte wirklich Angst, dass wirklich Udo irgendwo nochmal reinsticht oder mich irgendwie nochmal überholt. Aber es ist wirklich nochmal alles gut gegangen. 11. Platz war wirklich mein schlechtestes, muss man bis dato sagen, meine schlechteste Platzierung. Aber dennoch habe ich gefreut, dass ich das irgendwie geschafft habe. Es war wirklich ein Kampf mit der Sonne, mit der Hitze, da die Pace zu halten. Und in, wie gesagt, Oschersleben sind wirklich viele Jungs richtig gut. Hier noch ein kleiner Wheelie, auch wenn es mit der Elektronik leider immer nicht so gut klappt. Das muss man irgendwie nochmal einstellen, dass ich da ordentliche Wheelies fahren kann. Justus hat hier nochmal einen Burnout gemacht und wie immer, ihr kennt es, den Abschlag mit den Jungs. Hier geht es nochmal ins Parc Fermé, wo sich die ganzen Fahrer nochmal treffen und es wird auch nochmal mit Justus abgeklatscht. Ja, und ich würde sagen, das war abschließend zu Oschersleben ein sehr, sehr cooles Rennen, auch wenn es von der Platzierung diesmal nicht so geil war. Hat es dennoch Spaß gemacht, aber ihr seht, es gibt Strecken, wo wirklich das ganze Fahrerfeld wirklich sehr, sehr stark ist. Also ich bin, glaube ich, Bestzeit war hier, ihr habt es in meinem Display gesehen, eine 1:30.8. Ich habe wirklich gehofft, ich komme noch unter die 1:30, aber von vielen Fahrern im Vorfeld immer schon gesehen, dass die magische 1:30er-Grenze von wirklich vielen eigentlich schon geknackt war. Also ich glaube,
die kompletten Top 10 im Qualifying sind unter 1,30 gefahren. Also ihr seht wirklich hier auch im Pro Superstock Cup ist das Niveau sehr hoch. Und ich habe mir meine Chancen damals eigentlich schon auch nicht gut ausgerechnet, gerade in Oschersleben. Weil, wie gesagt, jeder Fahrer ist gut. Und ich bin bis dato vorher eigentlich nur eine 1, ich glaube Bestzeit war eine 1,32,6. Aber ihr seht in so einem Rennzirkus, beziehungsweise mit Data Recording und Mechaniker, mal auf jeden Fall unten natürlich eine gute Maschine, gutes Motorrad, kann man auf jeden Fall nochmal einige Zeiten rausholen und sich auf jeden Fall verbessern. Gerade wenn man mitten im Rennen ist, dann pusht man einfach nochmal ganz anders. Ich würde sagen, ihr schreibt mir in die Kommentare, habe ich irgendwas vergessen? Fehlen euch irgendwelche Ansichten? Ich bin wirklich für konstruktive Kritik immer offen, wenn ich hier nochmal meine Nachbesprechung von den einzelnen Rennen mache. Fehlt euch irgendwas? Lasst mir auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal in Most.